Ja, es ist Frühling und eigentlich beginnt jetzt die Zeit der Lernhäppchen, denn jetzt geht's wieder los in der Natur. Jetzt gibt's richtig was zu sehen, wie zum Beispiel Kröten. Nein, ich meine jetzt nicht das Synonym für Geld, ich meine tatsächlich diese hüpfenden Tierchen mit den Warzen drauf. Ja, im März bzw. April, je nachdem wie das Wetter ist, geht's los mit der Krötenwanderung. Normalerweise ist es im März, aber es gibt auch Jahre, da ist es eben später. Und da wandern die Kröten, wer hätte es gedacht, von ihrem Winterquartier, was meistens im Wald oder in einem ähnlichen geschützten Bereich ist, zu ihrem Laichgewässer. So, Laichgewässer hat nichts mit toten Menschen oder Tieren zu tun, sondern schreibt sich erstmal mit AI, also Laich und nicht Laich. Und das ist das Wort, was man benutzt, wenn man sagt, eine Kröte hat Eier gelegt. Dann hat sie geleicht. Und diese Eier legt sie in Laichschnüre ab. Das sind ganz lange Schnüre und alle paar Millimeter kommt ein neues Ei. Und jetzt kommt's. So eine weibliche Kröte schafft in so einem Laichvorgang einfach mal so bis zu 6000 Eier. Was? Ja, 6000 Eier. Einfach mal so in einer Schnur. Wenn man das so hört, dann fragt man sich zu Recht, wie es eigentlich sein kann, dass Kröten zu den bedrohten Arten in Deutschland gehören. Ja, kein Witz. Wenn man mal an einem Laichgewässer ist, während gerade ganz viele Kröten da sind, fragt man sich das auch, da ist nämlich richtig was los. Aber es ist tatsächlich so, Kröten gehören zu den bedrohten Arten. Wie kommt's? Naja, also zum einen muss man natürlich erstmal alles auf uns schieben, weil wir schränken den Lebensraum von Kröten ein. Dadurch gibt es halt einfach nicht mehr so viele, weil sie nicht mehr so viel Platz haben. Das ist mal der Hauptgrund. Aber da gibt es natürlich auch noch andere Gründe. Zum Beispiel die Tatsache, dass so eine Kröte auf dem Speiseplan von sehr, sehr vielen Tieren steht. Das fängt an bei einem Greifvogel, wie zum Beispiel einem Bussard, geht über Dachs, Fuchs und Co. bis hin zu Schlangen. Die paar, die es in Deutschland gibt. Also da ist richtig viel dabei. Deshalb ist eine Kröte natürlich relativ schnell, selbst wenn sie mal so weit ist, dass sie auch eine Kröte ist, wieder weg. Dann werden einige natürlich auch überfahren und manche schaffen es erst gar nicht, aus dem Ei zu schlüpfen, weil zum Beispiel Hunde wie meine kommen und einmal quer über die Laichschnur laufen. Ich glaub's nicht! Ups. Ja, aber selbst wenn sie es schaffen, aus dem Ei zu schlüpfen, dann sind sie erstmal Kaulquappen und die überleben auch nicht unbedingt, denn auch die haben wieder natürliche Fressfeinde im Teich. Aus so einer Kaulquappe wird ungefähr nach 2 bis 4 Monaten, kommt ganz aufs Wetter an, beziehungsweise auf die Temperaturen, eine Kröte. Eine kleine, süße Jungkröte, die sich dann auf den Weg macht zur Erwachsenenkröte. Ja, ne, also ich meine, das kennt ihr als Mensch ja auch, von Kind zum Erwachsenen. Läuft bei der Kröte nicht anders ab. Bis auf die Tatsache, dass eine Kaulquappe die Metamorphose machen muss. Das heißt, die ist erstmal mehr wie ein Fisch, lebt also nur im Wasser und wird dann zur Amphibie. Also kann auch aus dem Wasser raus. Und bei der Erdkröte ganz konkret ist es sogar so, dass sie die meiste Zeit außerhalb des Wassers lebt. Deshalb heißt sie auch Erdkröte und nicht Wasserkröte. Ja, wenn jetzt aber so eine Kröte zur bedrohten Art gehört, da muss man irgendwas tun, um die zu schützen. Ich meine, das kommt ja damit einher. Was macht man da eigentlich so? Ich weiß ja nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber es gibt Krötentunnel. Kein Witz jetzt. Das sind Tunnel, die man eingelegt hat, unter einer Straße durch, auf einer Strecke, bei der man weiß, die Kröten wandern hier. Und diese Kröten werden mit so hohen Plastikplanen zu diesen Tunneln hingeführt, damit sie erst gar nicht über die Straße drüber gehen, wo sie von sehr, sehr vielen Autos leider plattgefahren werden. Ja, Krötentunnel, kein Witz. Und da ist natürlich gerade jetzt im März relativ viel los, denn die müssen ja wandern zu ihrem Laichgewässer. Und da gibt es auch sehr viele engagierte Menschen, die sagen, gut, wir haben hier keine Krötentunnel, wir helfen den Kröten über die Straße. Das ist allerdings gar nicht so ungefährlich. Da ist sogar dieses Jahr bisher jedenfalls zumindest mal eine Person ums Leben gekommen, weil sie von einem Autofahrer nicht gesehen wurde. Die Kröten wandern nämlich überwiegend in der Dämmerung. Und da ist es ja für gewöhnlich, naja, dämmerig und da sieht man eben nicht so viel. Deshalb, wenn ihr Kröten helfen wollt, bitte immer ganz vorsichtig und euch gut mit Warnweste sichtbar an die Straße bewegen und vor allem vorher erklären, ob es zugelassen ist. Es ist nämlich gar nicht überall erlaubt, weil es eben so gefährlich ist. Das Verrückte bei Kröten ist ja, dass da was ganz Seltenes vorkommt. Die Weibchen sind nämlich größer als die Männchen. Das gibt es im Tierreich nicht oft, nein. Aber die sind eine ganze Ecke größer als die Männchen. Und das sorgt übrigens auch dafür, dass sie zu den bedrohten Arten gehören, auf ein Weibchen kommen ungefähr 4 Männchen.
Das ist natürlich ein bisschen blöd für die Jungs und die müssen sich um diese Weibchen streiten. Klar, ne? Also ich meine, kennt ihr ja vielleicht auch schon, dass man da manchmal zwei hat, die dieselbe lieben. Ja, ist bei den Kröten ganz krass, weil es eben weniger Weibchen als Männchen gibt. Eben auch ein Grund, weshalb es vom Nachwuchs dann eigentlich so wenige gibt, dass sie zu den bedrohten Arten gehören. Das Lustige daran ist, die Männchen versuchen natürlich möglichst früh schon, sich ihr Weibchen zu sichern. Und das machen sie, indem sie auf den Rücken des Weibchens klettern und sich da festkrallen. Und das sieht tatsächlich richtig aus wie Huckepack. Also wie wenn ihr jetzt euren kleinen Bruder oder eure kleine Schwester oder sonst wen in Huckepack nehmt. Ungefähr so sieht das aus. Und das, zugegeben, sieht echt lustig aus. Und so läuft das auch während des ganzen Laichprozesses. Na, während dem Ablegen der Eier dann nicht mehr, aber während der Befruchtung sieht das auch so aus. Und ab und an kommen da mal andere an und die kämpfen dann um das Weibchen. Kämpfen im Sinne von, sie versuchen die anderen wegzutreten mit ihren großen langen Hinterbeinen. Das ist wohl weniger schmerzhaft, aber wie halt immer, wenn es um die Mädels geht, man versucht sich zu behaupten und der Stärkere gewinnt am Ende und darf das Weibchen haben. So läuft das bei den Kröten ab. Und wie gesagt, also Huckepack sieht echt lustig aus. Tja, so viel zur Erdkröte oder allgemein mal zu Kröten, die es in Deutschland gibt, läuft eigentlich so grob bei fast allen gleich ab. Wenn ihr jetzt vielleicht rausgeht und ihr wollt mal gucken, wie sieht das denn aus, dann habt ihr jetzt vielleicht noch die Chance, wenn ihr rechtzeitig dran seid, je nachdem, wie es bei euch mit dem Wetter aussieht und mit den Temperaturen, entweder Laichschnüre oder vielleicht sogar noch eine Krötenwanderung oder den Laichprozess im Laichgewässer zu sehen. Oder aber zumindest die Kaulquappen, also die sind halt bis im Sommer noch da. Dann müsst ihr euch einfach mal an ein ruhiges, möglichst stehendes Gewässer begeben, also zum Beispiel einen kleinen Teich. Er darf nicht zu groß sein, er darf aber auch nicht zu klein sein. Also es ist, man sagt, mittelgroße stehende Gewässer, die man überwiegend im Wald findet, wo es auch schön ruhig ist. Und da ist die Chance jetzt ziemlich groß, dass ihr irgendwas davon seht, je nachdem wann ihr geht. Eben sogar noch mit ausgewachsenen Kröten oder schon mit Kaulquappen. Kommt drauf an, aber nächstes Jahr geht's wieder los, da könnt ihr auch wieder gucken gehen. Ist ziemlich lustig, also kann man echt eine Weile zugucken, wenn man so die Jungs sieht, wie sie um die Mädels kämpfen. Und auch, also wie gesagt, Huckepack ist einfach, es sieht echt lustig aus. Vor allem, weil der Mann halt eben eine ganze Ecke kleiner ist als das Weibchen. So, ich hoffe, das inspiriert euch ein bisschen mal wieder rauszugehen. Im Frühling ist das echt richtig cool, da kann man ganz viel sehen. Wie zum Beispiel Kröten bei der Paarung. Oder Hunde, die über die Laichschnur trampeln. Ich glaub's nicht. Läuft die da durch? Das gibt's ja nicht. Oh Mann, ey.